Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Oculus Slith, genau, das war wohl scheinbar das Zeug, was die uns reingepfiffen haben. AJ, die Überraschung tut mir leid. Yogi war etwas großzügig mit der Spritze, aber wir mussten die schließlich für das Experiment transportieren. Diese Spritze sollte die Grenzen deiner Wahrnehmung erweitern, ebenso wie dein Bewusstsein. Das sollte dir eine ganz neue Erkenntnisstufe und die spirituell-kosmische Einheit mit deiner Umwelt ermöglichen. Kämpfe nicht dagegen an, wenn du keinen Horrortrip erleben willst. Die Dosis sollte reichen, bis du unseren Standort erreichst. Reggie. Sollen wir uns mit Drogen hier durchkämpfen, suchen? Haben wir denn keine Waffen? Das heißt, wir sollten vielleicht sinnvollerweise... Hallo? Dir geht's nicht mehr so gut. Den Viechern hier aus dem Weg gehen. Immerhin Flammenwerfer gekriegt. Okay, hier haben wir noch einen Bären. Und da hinten sind dann wohl... Verdammt. Wo bin ich? Aha. Langsam kriegen wir wieder Zeug. Achso, die haben eine Ausrüstung. Dann gehen wir einfach mal im Drogenrausch hier durch die Gegend. Hui. Lassen die Viecher mal alle Viecher sein. Fehlende Dinge fehlen. Nehme ich noch das Tagebuch hier mit. Bist du ein explosiver Affe? Yep. Toll, Sprengstoffaffen. Aber hier gibt es ja noch Zeug zu mitnehmen. Das ist doch nicht verkehrt. Ja komm, Pflanzen einsammeln. Da kann ich mir vorstellen, dass da die Jungs das schon ordentlich vor mir gemacht haben. Ob es in dem Zustand ist, sinnvolles Auto zu fahren? Bestimmt. Au. Blöder Baum. Da wäre jetzt sowas wie eine außerkörperliche Erfahrung ganz praktisch, dass wir einfach durch Bäume durchfahren können. Fahr da hoch, danke. Ich glaube, wir sind langsam auf dem richtigen Weg. Auch hier, ich lasse einfach mal alle Gegner Gegner sein und gucke, dass ich mal, ouch, möglichst bald ankomme. Fahr, 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 treues Gefährt, fahr. So, Jungs. Es regnet Autos. Danke. Au. Tut weh. Das war jetzt nicht so übel, wie ich befürchtet hatte. Aber es tut weh. Alles klar. Fahren wir weiter zum nächsten Punkt. Ich glaube, kaufen sollte ich jetzt auch nichts. Der gibt bestimmt Geld aus... Oder viel zu viel, der AJ. So drauf, wie der gerade ist.
Lässt die Dosis gerade nach oder? Na, ich glaube doch nicht. Ich dachte nur gerade. Wie weit ist es denn noch? Ah, wir sind scheinbar gerade da. Da müsste ich hoch. Ach, kann ich ja hochfahren. Autochen, komm bitte nochmal her. Danke. Nehmen wir das und heizen hier mal hoch. Komm, 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 komm. Na toll. Wieso habe ich denn nichts an Waffen da? Na, immerhin. So. Ich glaube, ich hätte beim ersten Mal auch die Dings auch aufnehmen können, einfach. Oh, war ja klar. Das MG und habe das ganz verpeilt. Ich habe auch ganz aussteigen. Hier ist noch eine Kiste, die ich mir gerne holen will. Danke. So, jetzt aber. Weiter geht's. Fahr. Fahr. Ich glaube, wir fahren doch nicht mit dem Ding. Habe ich mich gerade dazu entschlossen und suchen uns ein neues Gefährt. Noch ein bisschen Wildschwein mitnehmen. Ein beschädigtes Fell. Hier gibt es noch was zu mitnehmen. Zack. Danke. Und dann laufen wir jetzt hier einfach mal querfeldein durch. Bin echt gespannt, wie lange die Dosis hier noch anhält. Können wir noch ein bisschen was, obwohl das ist wahrscheinlich alles unterirdisch, wie ich das sehe. Kein Höhleingang. Wahrscheinlich da unten drunter. Au. Immerhin steht ein Quad da. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Unglücklicherweise ich schon. Oh Gott, wie hast du... Wie hat das... Oh Gott, das ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Okay, und wir sind erst 30 Sekunden drin. Das wird noch viel übler. Oh... Ich sehe, meine kleine Mixtur hat gut bei dir gewirkt. Unsere Mixtur? Unsere, stimmt. Ihr habt mich betäubt. Wir haben gefragt, du warst einverstanden. Genau, und da ist noch alles an dir dran. Kein Schaden, kein Fang. Übrigens, hast du jetzt auch das Rezept? Ja, und du kannst jederzeit von der Wirkung profitieren, wenn du es willst. Wie eine Superkraft. Ganz genau. Und wo das herkam, gibt's noch reichlich mehr. Komm einfach zu uns zurück, wenn du mal wieder ein Kind brauchst. Ja? Bis dahin... Sollen wir? War's das jetzt? Scheinbar. Okay, Wirkungsdauerboost. Das heißt, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Boost. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir uns auch noch gerade hier die... den Brief. Jawohl, neue Yogi und Yogi-Aufgabe ist verfügbar. ...50 Jahre alter Scotch. Cool. Ja.
So, den ersten Brief haben wir. Fehlen noch ein paar bis zur Belohnung, aber das... Ja. Werde ich halt auch wahrscheinlich so nebenbei mal machen. Hier ist wohl noch genau eine Kiste. Tagesbericht. Besondere Pilzart. Na, da haben die dann wohl ihr Zeug her. Wenig Antibabypille. So, wir können ja eigentlich per Schnellreise jetzt hier mal raus, oder? Ja. Hm, was machen wir denn als nächstes? Habe ich hier... Ich glaube, ich habe hier immer noch nichts. Den Pistolen-Takedown könnte ich halt dann mal noch irgendwann machen. Sollen wir mal so eine Bombenentschärfung machen? Ich guck gerade, welcher am nächsten ist. Ich glaube sogar fast die. Dann heizen wir da gerade mal hin. Platz. Blöden Viecher. Da unten können wir dann weiter auf die Hauptstraße und da dann mal eine Runde rumfahren. Jawohl, das sieht gut aus. Der führt auch zu der Bombenentschärfung, ja. Finde ich gut. Ja, ich müsste auch dann gleich mal noch gucken, wie das hier mit den Aufträgen aussieht. Ich glaube, für Hawk haben wir da noch eine letzte. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass das ins Himalaya geht, dass wir da den letzten Schneeleopardenfell-Zeug noch kriegen. Oder das letzte Schneeleopardenfell. Allerdings sollte dem leider dann nicht so sein. Ist das eine Abkürzung? Ist das eine Abkürzung? Ja, scheinbar nicht so wirklich. Aua, Baum. Da hinten wäre noch ein bisschen was. Okay, da hoch. Ach so, Stein oder irgendwas, wo ich da gerade drauf gefahren bin. Aha, fahr, du blödes Mistding. Nee. Dann gehen wir da zu Fuß hoch. Hey Jay, wir haben nicht viel Zeit. Mhm. Komm schnell her. Jawohl, begib dich hin und... Endlich bist du hier. Und um was für Vorräte geht es genau? Na? Ja. Dann fahren wir mal. Wir haben noch keine Zeit. So, hier rein und da dann Bomben entschärfen. Ohne bemerkt zu werden. Na toll. Also erstmal umschauen. Da müssen wir rein. Echt einiges los. Könnte versuchen, da drüber irgendwie... da oben irgendwie lang zu kommen. Wenn er mir jetzt nicht gleich sagt, ich bin zu weit vom Missionsziel weg.
Drei Bomben gilt es zu entschärfen. Kann ich die eigentlich von hier aus wegsnipern? Klasse. Und entdeckt. Ja gut, das hat dann schon mal wunderbar funktioniert. Ach dann, jetzt schaffe ich das in einer Minute. Ich weiß ja nicht. Nee, das wird nichts. Das kann ich vergessen. Ich hasse diese Schleichmission. Komme ich ja immer so wunderbar mit zurecht. Ich kann jetzt hier auch einfach nichts an den Dingern machen. Oder? Jetzt war hier gerade was zu entschärfen. Klasse. Hätte ich, glaube ich, sogar echt noch geschafft. Ja, versuchen wir es nochmal. Zum Snipern brauche ich da doch ein bisschen mehr Zeit. Was ist das bloß? Papi, tu das nicht, Mann! Das war gerade knapp. Okay, wir hätten Nummer 1. So könnte es noch einigermaßen funktionieren. Hört auf, mich zu sehen. Danke. Zack. So, bitte mal aus dem Sichtfeld raus, danke. Ich glaube, so kriegen wir es einigermaßen hin. Dann können die jetzt hier gleich mal vorbeikommen. Wie gesagt, gesehen haben sie mich noch nicht. Die haben sie tatsächlich. Der hätte doch eigentlich sitzen müssen. Herrgott, ey, was ich mir hier wieder zurechtschieße, ist nicht mehr feierlich. Ach, komm mal bitte irgendwo hin, wo ich dich abknallen kann. Danke. Meine Güte, das hat ganz schön Muni gekostet. So, Nummer 2. Danke. Und jetzt hier mal noch die Nummer 3. So, diesmal hat es doch besser funktioniert.
Jupp, entkommen mache ich gleich. Ich würde noch erstmal die ein bisschen plündern. Den habe ich wohl schon geplündert. Okay. Durchladen. Danke. Die Sniper ist quasi so gut wie leer. Jawohl. So. Ja, machbar. Ich bin nicht ganz so blöd angestellt. Oder zumindest gibt es Geld. Ich denke, da hinten können wir noch gerade jemandem helfen, oder? Ja. Das sollten die aber hinkriegen hier, oder? Ein einziger ist noch da. Na also. Super. So, mit wem müssen wir hier reden? Mit dir. Danke. Danke fürs Geld. So, noch ein paar gelbe Blätter. Dann jetzt aber mal endgültig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.